Hallo und willkommen zurück bei SnowRunner. Wir sind. Startet er? Okay. Wir sind hier noch. Warte, ich muss ihn aber wieder ausmachen. Hoch. Also, wir sind hoch. Da rein und dann die Straße immer entlang und dann hier hinten runter. Mal gucken, wie wir da runterkommen. Sieht hier alles sehr, sehr felsig aus. Hier würden wir vielleicht runterkommen und den LKW da rausziehen. Ja, das gucken wir doch mal. Mal schauen. Ja. Und wenn wir das haben, dann machen wir uns an die Aufträge. Also ob wir das jetzt schaffen oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir gehen nach dem erfolgreichen oder erfolglosen Versuch, gehen wir Ketten drauf. Ich habe Ketten drauf, alles klar. Gehen wir wieder über zu den Aufträgen. So, jetzt ist er schon mal erhöht. Wir haben größere Reifen drauf. Ach, vielleicht wäre das jetzt auch wesentlich einfacher gewesen, da hinten den Hänger rauszuziehen. Das, was wir letzte Folge gemacht haben. Mit kaputten Federn natürlich nicht, aber das ist mir jetzt auch erstmal wurscht. Wir fahren weiter. Ja, Attacke. Attacke. Was hast du? Was gibst du? Ne? Vollgas. Ganz so viel Vollgas wollen wir mal nicht geben. Ich hätte es beinahe über die Leitplanke geschleudert. Oh. Findest du das in Ordnung, dass die so mitten im Weg? Das glaube ich jetzt nicht. Mittig. Also. Du Vollidiot, echt. Glaube ich ja wohl nicht. Echt? Wie kann ich den denn mitten im Weg hinstellen? Nicht mal. Alter, Kamera. Kamera! So, da soll ich runter. Never. Never. Das muss ich mir mal. Komme ich gleich von der anderen Seite besser darunter? Eigentlich. Aber da sind Felsen. Stopp, stopp, stopp. Da sind Felsen. Lass mal Motor aus, Handbremse an. Auch ein Fels. Hier runter. Oder von der Seite. Das ginge auch. Also wir versuchen es mal hier vorne. Was ich noch nicht so wirklich sehe, aber wir versuchen es mal. Ne, das kannst du vergessen. Da komme ich nicht runter. Und hier? Ne, hier ist auch kein runterkommen. Ich glaube, ich muss echt von. Ne, da wäre ich die Klippen runtergeknallt. Ach, Kamera, hör doch mal auf, Mann. Das ist aber auch in keinem Spiel hinkriegen. Jetzt bin ich beinahe auf den Atzo aufgeknallt. Hier, da geht's runter. Da kommen wir runter. Hier kommen wir runter. Ja, hier kommen wir runter. Wow, easy, langsam. Also. Ja, eine Aufgabe, die wir hier annehmen sollen? Nee, oder? Wir drehen mal ganz schnell. Und dann hängen wir den nämlich mal an.
Ja, ihr seht richtig, Wenden in 35 Zügen. So, Motor startet, wunderbar. Meinen mache ich mal aus. Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn wir den jetzt wieder hier drüben hier wieder hochziehen, wo muss ich ihn dann hängen? Ach ja, doch, in die Richtung, weil das ist ja. Ich bin doch versuchen, durchs Flussbett hier unten entlang zu fahren. Dann wäre ich schon da unten, oder? Geht es? Es sollte gehen, oder? Ah, wir probieren es. Komm, was soll's. Wir fahren hier durchs Flussbett. Fertig aus. Ja, und dann hier wieder runter. Dahinter. So. Du hängst an mir dran. Nein, tut er nicht, weil ich in das Menü gegangen bin. Nein. Nein, er hängt nicht an mir dran. Aber er hing doch eben schon an mir dran, oder? So. Weil ich sehr wahrscheinlich, weil ich auf die Map gegangen bin. Ich finde es ein bisschen gewagt, was wir hier machen. Aber ich finde es auch geil. Ich finde es auch geil. Einfach mal hier. Psst. Querfeldein, jawohl! Oh, das war der Tank. Das war nicht so gut. Da muss ich aufpassen. Mir ist ja nämlich schon ausgelaufen, der Tank. Also jetzt nicht bei dem LKW, aber beim Azov, der ist mir schon ausgelaufen. Bin ich querfeldein. Da war ich mit Frank unterwegs. Bin ich querfeldein irgendwie durch den Vorgarten und irgendwie habe ich mir dann, keine Ahnung, an einem Holzstapel oder an einer Europalette habe ich mir einen Tank aufgerissen. Ist mir der Sprit ausgelaufen, aber ich habe es trotzdem noch geschafft, dort hinzukommen, wo ich hin musste. Ja, da müsst ihr echt aufpassen. So. Den auf einmal zerbröselt. Was ist denn? Gib Gas, Mann! Komische Holzscheite da, oder was? Hä? Die halten dich ja wohl nicht auf. Auf. Attacke und durch hier. Oh Gott, wenn ich das da vorne sehe, dann sage ich nicht mehr so Attacke und durch da. Oh nee. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe fette, super fette, hohe Reifen drauf, ja? Ich habe Ketten drauf. Warum versink ich hier bis zu den Knien im Schlamm? Dann also. Ging jetzt schon wieder besser. Also irgendwie ganz, ist ein bisschen komisch. Doch sehr, sehr tief an manchen Stellen hier. Ruckzuck, wupp, mal bis zur Hälfte versunken.
Ah, wunderbar. Guten Tag, ich hätte hier mal so ein Fahrzeug für euch. Ne? Jawohl. Sauber. Zieh den Wagen aus dem Graben, das machen wir nicht. Da muss ich nämlich erstmal wissen, wie Forschung der Polarbasis. Was machen wir denn eigentlich? Wir fangen vorne an, oder? Also. Hier sehe ich mehr. Schwimmen der Bohrturm und dann ist. Ja, muss ich rüber. Zum Nordhafen und das kann ich noch nicht. Und deswegen. Also kann ich schon. Machen wir erstmal das. Ach so. Das können wir erstmal hier machen. Genau. Sauber. Ja. Machen wir hier. Machen wir. In der Hoffnung, dass das dann alles funktioniert. Suchen und retten. Und da ist noch ein Upgrade. Wo bin ich denn? Ich bin hier. Wollen wir uns gerade noch das Upgrade hier unten holen? Und uns dann in die Dings beamen? In die Werkstatt? Ja, das machen wir, oder? Komm, das Upgrade holen wir uns noch. Und den Derry Longhorn, da muss ich echt mal gucken, wie wir den da unten rausgezogen bekommen. So, wartet mal ganz kurz. Wenn sie ein bisschen die Wege markieren, der Weg ist klar, ne? Hallo, hör, ich sag mal, hör doch mal auf, die Dinge da unten drin. Da krieg ich. Lack krieg ich da, echt. Ich glaube, hier oben rumfahren wäre besser. Machen wir auch. Hallo. Ich sag mal, gleich einen in die Zähne oder? So. Hallo? Er hat eben gar nicht runtergeschaltet. Er war im. Es hat nicht geschaltet eben. Navistar, Navistar. Du machst mich schon ein bisschen nervös hier. Oh, vielleicht ist es ein Upgrade für unseren Azov. Meint ihr, denkt ihr, könnte, oder? Der hat auch Spaß gemacht. In Michigan hat er hier Spaß gemacht. Konnte zwar nicht alles, ja, also was weiß ich, so irgendwie diese wirklich mega krass im Sumpf stecken gebliebenen Fahrzeuge konnte er zwar nicht rausziehen, aber ansonsten hat er schon Laune gemacht. War mir klar, ich habe das schon kommen sehen.
Aber kennt ihr das? In dem Moment, wo ihr denkt, dass das passiert, passiert's. Und genau so war das eben. Ich habe das gesehen und wusste, ich knall da dagegen und zack, war ich auch schon dagegen. Okay, trotz Höherlegung. Weil hier gar nichts ist, was da ist. Komm, wir fahren oben lang. Was soll das? Wenn wir überhaupt hochkommen und nicht umkippen oder so, ne? Zieh, Baby, was ist denn? Zieh dich da hoch, auf, los. Was dem, glaube ich, noch fehlt, ist so ein Differential, Sperrdifferential. Ja, das so. Räder, die durchdrehen, abgebremst werden und die Kraft an andere Räder gehen, die noch Grip haben. Ich glaube, das fehlt dem so ein bisschen. Na, warum stehen hier wohl so viele Baumstümpfe? Ne? Zum einen, weil hier das Sägewerk ist. Und zum zweiten, damit du dich hier durchziehen kannst. Oh, oh Gott. Eben hab ich gedacht, es knallt, aber es hat nicht geknallt. Zu wem gehört wohl das Upgrade? Okay, noch weiter. Okay, alles noch weiter. Ich dachte, da geht es jetzt nichts runter, aber anscheinend müssen wir immer noch ein Stück weiterfahren. Hier. Ja, hier. An Fahrzeugspuren schon gesehen, die hier. Oh nein. Erhöhtes Federungsset. Perfekt geeignet für alle Straßen und für alte Straßen und Offroad-Einsätze. Erhöht, für diesen aktuellen Truck nicht verfügbar. Aha, okay. Und für wen war das jetzt? Jetzt bergen wir uns erstmal. Tschüssikowski. Und, Quatsch, ich will Map. Und wir gehen in unseren Azov. Wo ist Azov? Azov. Hier ist Azov. Hier gehen wir rein, wenn ich darf. Und wir aktivieren aber das hier. Zwei Holzplanken. Ersatzteile brauchen wir ganz zum Schluss. So, erstmal zwei Holzplanken. Einmal Zement. Und Stahlträger? Ach, du ahnst es nicht. Und zweimal Kraftstoff. Okay, ich würde fast schon sagen, wir holen zweimal. Wir drehen. Holen hier hinten Kraftstoff. Wo ist denn die Polarbasis? Ist die. Ach, da.
ich will so wenig wie möglich fahren, aber ich will halt meinen Ladeplatz voll ausnutzen. So, und ich habe einen Hänger dran und ich habe meinen LKW. Das heißt, ich habe 4 Ladeplätze. Das heißt, ich würde jetzt erstmal 2 Holzplanken und zweimal Kraftstoff holen. Dann 2 Ersatzteile, dann einmal Zement, einmal Stahlträger, weil das wird dann. Also 2 Holzplanken. Wir. Können hier an der Holzstation auch Holz holen. Brauche ich nicht drehen. Fahren wir hier hoch. Fahren an die Tankstelle. Und da hoch. Alles klar. So machen wir es. So machen wir es. Zack, zack, zack. Da fackel ich doch gar nicht lang rum. Hallo. Setz den Pin. Oder fahren wir erste Tankstelle? Ne, es würde erst Sinn machen, wenn wir erste Tankstelle fahren. Und von der. Erste Tankstelle. Ja, sonst fahren wir hin und her, ne? Sonst fahren wir hin und her. Lass die Kamera. Ich bewege die Maus jetzt nicht, bis wir von der Brücke weg sind. Da die Kamera macht das völlig alleine. So, jetzt habe ich die Kamera wieder. Bum, bum. Kann ich erst tanken und dann beladen oder geht es nicht? Nee. Was denn jetzt? Was war denn? Ah, neue Mission entdeckt. Neue Mission entdeckt. Ah ne, okay. Tank ist leer. Ah, das ist schön. Ich war ganz kurz erschrocken, weil ich dachte, mein Tank ist leer. Zweimal Kraftstoff, jetzt tanken wir und dann fahren wir zurück. Beziehungsweise wir setzen uns erstmal eine Marke. So. Tankt haben wir. Jetzt setzen wir uns hier in Bewegung. Start wieder zurück. Zur Holzstation.
Richtung Polarbasis. Da wäre es am gescheitesten. Komm, wir fahren mal von oben rein, oder? Ne, wir probieren es hier. Wir versuchen es erstmal hier. Nur Bäume, okay. Wir versuchen es erstmal von hier. Vielleicht fahren wir ja auch mal von oben rein. Damit wir sehen, welcher Weg besser ist. Ja, dann nur noch einmal Zement, Stahlträger und zwei Ersatzteile. Das ist doch auch easy. Ist aber jetzt ein bisschen, für wen war denn die Federung? Ich habe das jetzt gerade wieder gemerkt, weil ich hier reingefahren bin. Ich, jetzt höher, dann wäre das schon wieder was anderes. Weil ich glaube, wir fahren immer noch mit den Standardfedern hier rum und das ist ein bisschen. Deswegen frage ich mich gerade, für wen die Federn waren. Und es ist schade, dass das nicht dabei stand. Schnickschnacke, auf darum zu scheppern. Dann laden wir mal Holz auf, zwei Holzplanken, ne? Den Anhänger Holzplanken eins, zweimal. Wunderbar, sehr schön. Und dann würde ich nämlich sagen, wir fahren in der nächsten Folge hoch zur Polarbasis und entleeren uns. Und dann schauen wir mal, wie wir die restlichen Sachen gefahren bekommen. Na? Wunderbar. Wunderbar. Soweit, so gut, ne? Warte mal, wir schaffen das in 2 Minuten noch da hochfahren? Ach komm, die setzen wir jetzt noch dran hier. Was soll denn das? Was soll denn das? Komm, wir fahren da noch hoch jetzt. Haben wir das schon mal? Ja, so bin ich. So bin ich. Ehrgeiz. Manchmal. Biau, biau, biau. Oh, hierin, 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 hierin. Da frage ich mich, ob der Weg obenrum nicht schöner gewesen wäre. Oh Gott.
Vor allem vielleicht nicht mit so einer scharfen Kurve. Ne. Motorschaden, Achtung. Oh ne, doch nicht. Er hat mich einfach so drüber fahren lassen. Über den Baumstumpf. Und wenn ihr jetzt sagt, ich muss das in der richtigen Reihenfolge liefern, kriege ich die Krise. Was war das jetzt? War denn da jetzt schon wieder? Was? Wettervorhersage, muss ich die... Achso. Ah ne, ist es Wettervorhersage? Nichts, Frachtverwaltung. Hier, Wetter, Wettkampf anzeigen. Ah ja, okay, alles klar. So, Frachtverwaltung. Oh, da steht sogar ein Hänger zum Reparieren. Könnte ich mich dann anhängen, wenn ich das wollte. So, wir haben geliefert. Dann haben wir das geliefert. Wunderbar, sauber, schön. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir den Rest dann hierher bekommen. Ja, ja. Ja, Wettervorhersage. Ja, ich weiß. Danke. So. Das hätten wir. Den Zement kriegen wir hier oben. Sehr schön. Den holen wir dann als nächstes. Die Stahlträger bekommen wir hier. Sehr schön. Und dann die Ersatzteile da unten. Ach, das ist doch super. Dann machen wir mal eine Runde. 1, 2, 3 und wieder hoch zu Polarbasis. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.